Ich zeige euch heute den allerersten Battle Pass Skin tatsächlich, den es in Fortnite in der nächsten Season wahrscheinlich geben wird. Und erste Live-Event-Gameplay-Dateien, Freunde. Wir gehen rein ins Video. Alter, was geht hier ab? Wir sind übrigens gerade im Ranked drin, ne? Bro, hier landet ja ganz Fortnite. Oh mein Gott. Wir müssen ja auch mit einer Quest 10 Kills machen. Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott. Chill, chill, chill. Die Ketten sind OP. Die Ketten sind OP. Warte, ich hab's gleich. Okay, warte kurz. Wir müssen uns kurz erstmal heilen. Oh, aber da vorne ist eine MP, Freunde. Wir machen heute Ranked natürlich, probieren ein paar Aufträge zu erledigen. Und ich habe heute die besten Informationen für euch. Ich kann euch schon das Live-Event heute wahrscheinlich zeigen. Also das ist ziemlich, ziemlich nice Information heute. Oh nein! Ganz entspannt. Ihr seht auch oben links, wir haben einen Auftrag, wo wir 10 Kills machen müssen. Weil wir müssen Hades eine Botschaft schicken, indem wir 10 Gegner eliminieren. Wenn wir 10 Kills gemacht haben, dann schicken wir anscheinend Hades irgendeine Botschaft. Zum Beispiel, dass wir gut sind oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Aber wir machen mal los. Wir fangen mal an, Leute. Falls ihr im Itemshop mal reingeschaut habt, wir haben 2 Skins, die richtig lange nicht mehr im Itemshop drin waren. Der erste Skin ist einmal der Radiant Striker. Der war nach 1107 Tagen wieder im Itemshop. Überlegt mal, wie lang das ist. 1107 Tage, Bro. Und den Crimson Scout, der war nach 474 Tagen wieder im Itemshop. Also wenn das nicht krass ist, das sind so richtige Oldschool-Skins, Freunde. Lol, hier ist einfach der Wookie-Bogenspanner, aber den nehmen wir heute nicht mit. Also wenn ihr auf Raritätenjagd seid und ihr Raritätenjäger seid, dann könnt ihr euch auf jeden Fall diese Skins gönnen, weil die gibt es jetzt im Itemshop wieder. Dann, was ganz krasses, diese Season ist zu 87% fertig und wir haben nur noch, lass ich mal gucken, wie viele Tage? 11 Tage. 11 Tage bis zur neuen Season. Und heute kommen ja die krassesten Leaks zu den Live-Event. Leute, ganz großer Spoiler, wir haben geisteskranke Leaks. Ich weiß, wie das Live-Event aussieht und so weiter und so fort. Das werden wir heute alles im Video ja aufklären. Aber wir machen mal weiter, Freunde. Und zwar waren wir jetzt bei den Skins und, kleiner Fun-Fact, wenn wir schon bei den Itemshop-Skins waren, der Prinz von Bel-Air-Emote, also das Fresh-Emote, wo er diesen Tanz macht, der war zuletzt vor 2000 Tagen im Itemshop. Was ist das denn? 2000 Tage. Das sind... Wer schießt mich ab? Lol, ich verliere einfach Leben stark. 5 Jahre ist der Skin, ist der Emote nicht mehr im Itemshop. Was labe ich denn? Ich kann nicht mehr zählen. 5 Jahre, Bro. Das ist heftig, oder? Schade, ich habe jetzt den Typ nicht mehr gesehen, wo er war, Freunde. Dann gehen wir mal weiter zum Auftrag. Also seit 5 Jahren ist der Emote nicht mehr drin. Und wir machen weiter, Freunde. Denn wir wissen ja, dass Klombo wieder back kommt. Ihr habt richtig gehört. Klombo kommt wieder zurück. Und zwar im Juli und August kommt er ja in Lego Fortnite rein. Und ich sag euch, wie es ist. Wenn Klombo in Lego Fortnite reinkommt, dann wird er auch... Also ich bin mir fast sicher, ich sag fast zu 100%, dann wird er auch höchstwahrscheinlich in Battle Royale reinkommen. Ist ja so wie bei Star Wars gerade. Warum sollten die Star Wars Sachen in Lego Fortnite reinhauen und nicht in Fortnite Battle Royale? Das wird genauso wie mit Klombo sein, dass der wahrscheinlich auch dann in Battle Royale reinkommen wird. Also für viele, die Klombo vermissen, er ist bald wieder back in the business. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir haben damals so viele Videos zu Klombo gemacht, halt auf dem anderen Leak und News Channel. Ja Leute, das ist crazy. Also ich freue mich mega, wenn Klombo wieder zurück ist. Und da vorne ist jemand. Der haut ab. Guck mal, da rechts läuft der. Da rechts. Hey, wohin geht der? Ja, gar keinen Hit gemacht, gefühlt. Oha, oha, Bro, oha! Wer hat dich beleidigt? Was geht bei dem denn ab? Chill dich mal. Das war ein Fehler. Das ist, ich sag euch, wie es ist, das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Wenn du mit den Flügeln fliegst, die Hitbox ist zu groß. Es macht gar keinen Sinn, Leute. Also, ich hab's selber gemerkt. Ich benutze die Flügel erst, wenn ich echt weit entfernt bin von den Gegnern, außer die haben einen Kack-Aim. Aber wenn einer ein bisschen Aim hat, dann GG. Dann ist echt GG. Egal, wir haben noch mal einen weiteren Kill gemacht. Ja, Klombo kommt auf jeden Fall zurück. Dann, Freunde,
Soll sich etwas beim Creator-Code ändern? Warte mal ganz kurz. Hier ist was von der Story. Guck mal, das ist ein... Das ist doch diese Schriftrolle von Zeus. Stammt das von Poseidon? Keine Ahnung. Oh ja. Zeus ist eindeutig stinkig. Okay. Aber du lebst noch. Interessant. Ich hoffe. Du solltest lieber schnell herausfinden, wieso. Ja, wieso? Oh, warte. Eine Prophezeiung. Wir warten? Der kühne Zeus sinnt auf Rache. Aphrodite erhebt ihren Schild. Sonst geht's dir gut. Mach dir den Rücken krumm für seine Schriftstücke. Sei weiter gewählt. Okay. Oh, das reimt sich sogar. Reime liebe ich. Ja. Freunde, ihr habt's gehört. Komplett crazy, was bei der Dame abgeht. Ich weiß nicht, was sie genommen hat, aber wahrscheinlich benutzt die Dame den Creator Code Seville. Nur so kann ich mir das erklären. Nur so kann ich mir das erklären, dass jemand so gut drauf ist und den Creator Code Seville verwendet. Da vorne ist einer. Ja, okay, GG. Wir gehen zum nächsten Auftrag. Komm, wir fliegen weiter, Leute. Also, dann beim Creator Code gibt es auch eine kleine Änderung tatsächlich. Fortnite hat eine Umfrage rausgehauen. Und zwar wollen die den Creator Code ändern. Zum Beispiel Supporter. Also wenn ihr jetzt meinen Creator Code Seville verwendet, dann will Fortnite bald was einführen, dass ihr eine Belohnung kriegt, damit ihr meinen Creator Code verwendet habt. Wisst ihr, wie ich meine? Also ihr würdet sozusagen irgendeine Belohnung von Epic Games kriegen oder so, wenn ihr meinen Creator Code Seville verwendet und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall schon mal safe, dass das Ganze wahrscheinlich reinkommen wird. Wann, wissen wir nicht. Wir reden mal mit der Dame, die ein bisschen kaputt ist. Willkommen, Held. Wen möchtest du kontaktieren? Medusa. Nee, Hades. Hades ruft. Hades, bist du da oder? Ich habe selber das Artefakt an mich genommen und zur Sicherung aufbauen, wenn das Zeus wütet. Ich habe gemerkt, dass ihn erzürnt, wenn man es ihm wegnimmt. Er ist verzweifelt, es zu finden. Okay, wir haben aber einen Auftrag erledigt. Das wollten wir ja machen. Sehr schön. Jetzt haben wir einen weiteren Auftrag erledigt. Jetzt müssten wir eigentlich noch zu dem hingehen. Ja, wir müssen zu Cerberus, 700 Meter. Das schaffen wir. Creator, also so YouTuber wie ich oder Leute, die halt einen Creator-Code haben, sollen dann auch nochmal ein bisschen mehr vielleicht dran verdienen. Und es gibt verschiedene Support-Stufen. Ja, auf jeden Fall, da gibt es ein kleines Rework bald, dass der Creator-Code ein bisschen anders gemacht wird. Und ja, dann gab es noch eine weitere Umfrage. Ein paar Spieler konnten tatsächlich spezielle Dinge testen. Wie zum Beispiel das UI. Und zwar, Leute, das UI-Interface oder das User-Interface ist zum Beispiel oben rechts unsere Karte. Oder zum Beispiel unsere Lebensanzeige oder unsere KMH-Anzeige beim Autofahren. Das alles will Fortnite wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen ändern. Das größte Update an dem User-Interface war ja eigentlich die Schrift. In der Lobby sieht ja die Schrift seit einem, ja, seit wann? Seit einem halben Jahr etwas anders aus als noch von damals. Weil ja Lego Fortnite jetzt dabei ist und Rocket Racing und die wollten das Ganze einfach so ein bisschen einheitlicher machen. Und deswegen sind die Sachen oder die Schrift hat sich ja jetzt geändert. Was ja nicht mehr so wie Fortnite-Schrift aussieht, sondern wie eine allgemeine Schrift einfach. Genau, so viel dazu. Und da werden wir auch wahrscheinlich bald Updates erhalten. Ja, mal gucken, was wir dann da kriegen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Besiege Cerberus. Ja, aber gut, Cerberus lebt ja gar nicht mehr, ne? Cerberus lebt nicht mehr, die haben Cerberus geholt, ne? Die Schweine haben Cerberus geholt, Junge. Dann kommen wir zum ersten Battle Pass Skin wahrscheinlich, Freunde. Das ist höchstwahrscheinlich einer der ersten Battle Pass Skins, die ich euch zeigen kann. Denn wenn wir uns diesen Skin besser anschauen, dann sehen wir bei diesem Skin was ganz Besonderes. Bei diesem Skin handelt es sich nämlich um eine Art, ja, Mad Max Fury Apokalypsen Skin. Und wir wissen ja, dass wir die nächste Season eine Apokalypse-Season erwarten. Mit Sandstürmen, Mad Max Fury Style, bisschen Punk Style und so weiter und so fort. Wenn ihr Mad Max angeguckt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und dieser Skin sieht auch danach ein bisschen aus. Ich blende euch auch mal andere Skins ein, wo danach aussehen könnten, dass die auch als Battle Pass Skin reinkommen. Weil halt einfach, wie gesagt, Freunde, das Ganze irgendwie stimmt. Also dieses ganze Thema passt zu den Skins einfach. Und bei diesem Skin haben wir was rausgefunden. Dieser Skin wird wichtig sein in der nächsten Season, denn wenn wir mal genauer hinschauen, sehen wir bei diesem Skin bestimmte Logos. Okay, ich zoome es mal ein bisschen rein für euch. Und wenn wir jetzt die Live-Event-Sound-Dateien, jetzt das ist crazy, die Live-Event-Sound-Dateien
in ein Spektrogramm packen. Dann... Was will der denn jetzt? Hat er gerade mein Auto geklaut? Was will der? Hat er mein Auto gerade geklaut? Der kleine Racker. Egal. Wenn wir das Ganze in ein Spektrogramm packen, dann sehen wir tatsächlich... Guck mal, der ist da hinten. Oh, er gibt mir einfach einen Hit. Ich bin gleich tot. Nein, 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 nein. Der hat mich fast down geholt. Ich sage euch. Er stirbt nicht. Ich höre mich mal ganz kurz. Auf jeden Fall, wenn wir diesen Skin oder die Sounddateien vom Live-Event tatsächlich in ein Spektrogramm packen, Freunde, dann sehen wir, da sehen wir tatsächlich dieses oder die Symbole von diesem Skin. Wir sehen einfach die Symbole von diesem Skin. Verrückt, oder? Wie krass ist das denn? Der Skin hat ja Symbole und wir sehen einfach die Symbole bei dem Skin beim Spektrogramm. Nur wenn wir Sounddateien hinzufügen vom Live-Event. Das ist verrückt, Alter. Also das ist ziemlich verrückt und deswegen glaube ich, dass der Skin wichtig sein wird für die nächste Season, Freunde. Da bin ich mir sehr, sehr sicher und das ist heftig. Krass. Dann kommen wir jetzt mal zum Live-Event. Ich habe tatsächlich das Live-Event schon für euch am Start, Freunde. Ich weiß, was beim Live-Event passieren wird und ich zeige es euch heute. Ganz großer Spoiler-Alert. Wer das Ganze nicht sehen will, dann jetzt abschalten und es geht los. Mit dem Codenamen. Der Codename von der Season, von dem Live-Event, ist ja Supersport. Okay, warte mal ganz kurz. Wir reden nochmal kurz mit dem Becken. Willkommen, Held. Medusa ruft. Komm zu mir, wenn du dich wirklich bewiesen hast, Held. Achso, okay, wir müssen noch beweisen. Okay, wir müssen die ganzen anderen Schnappschussaufträge hier machen, Leute. Entkomm mit dem Sturm in einem Fahrzeug. Alles klar, okay. Alles klar. Ja, auf jeden Fall, der Codename von diesem Event ist Supersport. Keine Ahnung warum. Ihr seht ja diese Statue da hinten, ne? Die Statue wird nämlich beim Live-Event eine wichtige Rolle spielen. Ich blende euch mal die Animation ein, die diese Statue machen wird, wenn das Live-Event beginnt. So, ich blende euch ja gerade hier ein. Ihr seht im Hintergrund, dass die Statue am Ende ihr Schwert hochhebt. Okay, das Schwert ist hochgehalten. Schwert ist oben in der Luft. Und wenn das Schwert oben in der Luft ist, dann sollen anscheinend verschiedene Blitze auf die Fortnite-Map einschlagen. Das ist schon mal sehr, sehr krass. Und jetzt wird es noch krasser. Wenn diese Blitze aufgetaucht sind, okay, dann verändert sich tatsächlich die ganze Fortnite-Insel, Freunde. Blitze treffen ein. Doch was anderes gehört. So eine Art Wind oder Sturm, oder? Richtig, Leute. Denn wir bekommen einen Sandsturm, wenn es soweit ist beim Live-Event. Wenn die Blitze eingeschlagen haben und wir fast am Ende vom Live-Event wahrscheinlich sind, bekommen wir diese Art Sandsturm. Und dafür habe ich euch auch ein Gameplay dazu. Leaker haben das Ganze rausgefunden und ich blende es euch hier mal ein. Ihr seht, wie dunkel der Himmel wird. Natürlich sieht das hier bei den Videos jetzt ein bisschen komisch aus, aber im Live-Event wird das ein bisschen besser aussehen natürlich, ist ja ganz klar. Ich will gerade die Quest erledigen, entkomme dem Sturm in einem Fahrzeug, aber gut. Und ja, wie findet ihr das Ganze, Leute? Sandsturm, Blitze und ich glaube, wenn dann der Sandsturm da war, wir dann mit dem Event fertig sind, dann gehen wir wahrscheinlich so in die nächste Season über. Weil die nächste Season ja so eine Apokalypse-Season ist, glaube ich, werden wir nach diesem Sandsturm in die nächste Season katapultiert. Dann kommt ja eh eine Downtime und dann wird bestimmt ein Sandsturm auf der Insel sein. Das ist meine Prognose für die nächste Season. Dass wir, wenn wir in die neue Season reinkommen, erstmal so Sandstürme es auf der Insel gibt. Also wie gesagt, das sieht nochmal ein bisschen cooler aus beim Live-Event selber. Aber was haltet ihr davon? Sagt ihr, okay, das ist nice? Oder sagt ihr, oh, das ist voll öde? Also ich glaube, das ist echt ganz cool, Freunde. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Müssen wir hier nochmal einen Auftrag erledigen, dass wir im Wasser sein müssen und in der Luft. Haben wir auch gemacht. Nächster Auftrag. Und jetzt entschlüsselt den dritten olympischen Erlass. Ja, der ist jetzt halt da.
Das können wir dann in anderen Videos machen. Aber mich würde es auch mega freuen, wenn ihr zur neuen Season, Freunde. Ich glaube, ich mache wahrscheinlich wieder mal eine Battle Pass Verlosung oder so. Dass 10 Stück einen Battle Pass von mir gewinnen. Ich glaube, ich werde das wahrscheinlich machen und dann irgendwie auslosen im Livestream oder in den Videos. Also, wenn ihr darauf vorbereitet sein wollt, dann benutzt bitte meinen Creator Code Seville. Und es gibt dann insgesamt 10 Gewinner, die einen Battle Pass gewinnen in der neuen Season. Weil ich glaube, die nächste Season wird sehr, sehr krass werden. Und jetzt versuchen wir nochmal den Win zu holen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Fahren wir mit dem Auto hier rum. Wie viele leben noch? 4 Leute leben noch. Okay, 4 Leute sind noch am Start. Banane der Götter essen, komm. Eigentlich, dass ich jetzt sterbe. Oh, wir müssen dick in die Zone. Schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, zum Glück hatten wir die Banane der Götter, sonst sind wir gerade richtig raufgegangen. Huh. Close, close, close. Close, close, close. Hallo, geh auf den Boden. Was macht ihr? Jetzt. Oh, Mann. Bro, ich wusste es, dass einer campt, ne? Ey, Bro, er campt. Er campt im Busch. Was bist du denn für ein Ekliger? Bro, wer hat dich denn hops genommen? Oh Mann, Leute, das war's vom Video. Übrigens, wir sind Gold geworden. Wir sind Gold 1. Nice. Ciao.